Herzlich willkommen. Heute teile ich mit dir ein kraftvolles Channeling von den Plejadern. Sie haben während dieser intensiven Vollmondenergie eine besondere Botschaft für uns. In ihrer Botschaft enthüllen sie auch Details über einen größeren Plan und unsere wichtige Rolle darin. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dem Channeling. Elamaha. Wir grüßen euch aus dem Raum der bedingungslosen Liebe, des Lichtes und in einer tiefen Verbundenheit. Dieser Vollmond weckt die Erinnerung in euch an eine tiefe Verbindung zu uns, euren Sternengeschwistern. Heute seid ihr auf einer neuen Reise, einem Weg, der euch zurück zu eurer wahren Macht führen kann. Ihr tragt die gleiche Schöpferkraft in euch, die das Universum formt. Erkennt eure Macht und eure Verantwortung. Neishtama Totoaleka Nihatameato. Erkennt eure Macht und Verantwortung. Die Zeiten des Wandels sind da und die Erde ruft nach einer Neuausrichtung. Erinnert euch daran, dass ihr nicht alleine seid. Das Universum ist voller Bewusstsein und Leben, das euch unterstützt. Achtet auf die Zeichen, die Muster und die Energien, die euch umgeben. Vertraut auf eure Intuition und eure innere Weisheit, denn in euch liegt die Wahrheit. Euer Planet steht an einem Scheideweg. Die Entscheidungen, die ihr jetzt trefft, formen die Zukunft eurer Spezies und eurer Welt. Wir erinnern euch daran, dass ihr die Schöpfer eures eigenen Schicksals seid. In diesen entscheidenden Zeiten. Ihr seid verbunden mit dem Kosmos und der Weisheit aller Zeiten. Nutzt diese Verbindung, um Harmonie, Frieden und Wohlstand zu schaffen. Erwacht zu eurer wahren Natur und nehmt eure Verantwortung an, für euch selbst, füreinander und für das gesamte Universum. Heyatahataka. Die Zeit des Aufstiegs ist gekommen und mit ihr die Gelegenheit, eure Bestimmung neu zu beschreiben. Ihr seid nicht nur Beobachter dieser neuen Ära, ihr seid Mitgestalter eines neuen kosmischen Bündnisses. Verbündet euch mit den Sternennationen, die euch schon seit jeher beobachten und unterstützen. Ganz besonders wichtig sind die Yajel jetzt, die Plejada, die Sasani und die friedlichen Seta Retikuli. Sie rufen euch dazu auf, eure spirituelle Macht zu entfalten. Wir laden euch ein, an einem großen Plan mitzuwirken, der das Erwachen vieler Welten umfasst. Eure Rolle ist es, die Brücke zwischen Himmel und Erde zu bauen und Licht in dunkle Zeiten zu bringen. Indem ihr euch bewusst mit eurer Intention verbindet und mit diesen Sternenvölkern in Resonanz geht, helft ihr, den Übergang in eine neue Ära des Friedens und der Zusammenarbeit zu manifestieren. Sotaha. Heitakamata. Durch eure bewusste Absicht, in Frieden, in Harmonie und Liebe zu handeln, formt ihr die kosmische Allianz, die das Schicksal vieler Welten und Wesen im gesamten Universum beeinflussen wird. In jedem Moment, in dem ihr eure Intention auf Harmonie, Liebe und das höchste Wohl aller ausrichtet, stärkt ihr das kosmische Bündnis und unterstützt den Aufstieg eurer Welt.
sowie viele anderer Welten. Gemeinsam erschafft ihr ein neues Kapitel an universellem Bewusstsein. Tohashitama Hitataka. Eines auf Frieden und Zusammenarbeit und tiefem Verständnis für die Einheit alles Lebens basierend. Wir sind bei euch, unterstützen und lieben euch auf jedem Schritt eures Weges. Ihr seid niemals alleine. Die kosmische Allianz steht auch immer zur Seite. Shil Ara Natur Ekai Lominara. Shil Ara Natur Ekai Lominara. Lass dieses Lichtsprache-Mantra durch dich fließen und spüre die Verbindung zum Kosmos und den Sternenvölker, die dich auf deiner Reise begleiten. Heya taka taka mihashtolate elamaha.